Ja, moin und herzlich willkommen zurück bei Lies of Pictionary. Wir sind in den Venini-Werken und machen hier so eine Pestkontrolle bei einem Puppenausbruch. Und ich glaube, ich muss da vorne lang, weil da ist eine Leiter, die führt in die Werke rein. Macht Sinn. Aber hier ist noch so ein kleiner Seitengang. Und da ist bestimmt irgendwas Interessantes. Ein Telefon. Warum? Das ist das ganz klassische Sphinx-Rätsel. Das war weird. Und was ist ein Dreifaltigkeitsschlüssel? Wo kann ich den finden? Da! Ein Schlüssel aus dem Quiz des Rätselkönigs. Dieser Schlüssel schließt wahrscheinlich etwas auf. No shit, Sherlock. Das heilige Dreieck war das geheime Zeichen irgendeiner Organisation. Gerüchte besagen, dass diese Organisation Kratz wahrer Meister war. Also die Alchemisten. Ja, dann gut, jetzt haben wir einen Schlüssel. Schauen wir mal, was er aufschließt. Weil Schlüssel schließen was auf, wie uns die Item-Beschreibung verraten hat. Hätte ich nicht gewusst. Gut, dass das da stand. Propaganda. Nice. Ja, sieht cool aus. Absolut unnötig, aber cool. Da drüben irgendwas gibt's. Da kann ich so runter. Das ist Stargazer. Oh yes. Oh yes. Give it to me, baby. Aha, aha. Eine Kette? Was ist das für eine Kette? Die Kette
Kette, mit der ich dich durch den Dreck gezogen habe. für eine Kette, die kraftvoll geschwungen werden kann, für jeden Gegner einen Schaden zu. Interessant. Aber erstmal den Stargazer hier aktivieren, das mal safe. So. Waffen montieren, brauche ich alles nicht. Oder wechsle ich? Ah, ich versuche noch mal. Ich mache noch mal weiter mit dem Pulsarm Legionswaffe. Elektroblitz ist effektiv, um Puppen zu bändigen. Geh aus dem Weg. Wenn ein Stalker, kann ich das jetzt echt nur einmal. Geh aus dem Weg, wenn du kein Stalker bist, okay? Ich wollte sagen, kann ich jetzt nur einmal eine Notiz lesen? Das wäre relativ unpraktisch. Ergo-Fragmente. So, und dieses Gebiet sieht ein bisschen verschachtelter aus. Oh, this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Ja, in der Kiste ist definitiv irgendwas, was raus möchte. Und ich möchte, dass es in der Kiste bleibt. Das wäre mir ganz lieb. Okay, da sind schon wieder Schmeiß. Warum müssen die immer werfen? Ist so doof. Ah, ich könnte auch nochmal. Ja, gehen wir nochmal zum Stargazer zurück. Dann könnte ich mich theoretisch zurück teleportieren. Nein, wir steigen jetzt nicht auf. Den Umweg machen wir jetzt nicht. Hier noch jemand versteckt? Oh, das ist wieder ein Digger. Diggi. Hier kann ich nicht aufmachen. Dann machen wir hier Kollege Wagenrad da vorne. Okay. Das ist jetzt nicht so cool. Komm her. Nein. Oh, das. Das war relativ dumm. Das war auch relativ dumm. Was mache ich hier? Autsch. Ich bin gerade nicht da. Ich bin gerade echt nicht da. Hier, der Kleine, der macht mich sehr unruhig. Komm her. Komm. Nein. Oh, der kann ja ein zweites Mal zuhören damit. Was soll denn das? Oh, ich habe keine Ampulle mehr. Ja, komm. Dann mache ich wenigstens hier platt. Du gehst mir hier sowas von auf den Keks, ne? Autsch. Ja gut, dann ist mein Ergo wenigstens nicht weit weg. Ich habe das Ergo gesichert, denn ich bin Ergo versichert. Das war aber auch echt schlecht. Diese kleinen Puppen, die haben mich komplett aus dem Konzept gebracht. Weil die sind so langsam. Und da habe ich meistens das Gefühl, die können was Böses. Komm. Lass ich jetzt mal weg. Oh Mann. Haha, daneben. So. Und jetzt kann ich mich in Ruhe um dich kümmern. Komm hier. Du bist echt langsam, ne? Du bist. Okay, der Einzige, wo ich bei dem echt aufpassen muss, ist diese Sprungattacke und das. So, komm, einen noch. Ja, es kann so einfach sein, wenn man einfach mal mit ein bisschen Hirn dran geht.
Und nicht einfach so stumpf reinrennt, du Vollidiot. Du Hornochse. Ja, ich rede mit mir. Ah, scharfes Rohr. So viele Ergo-Fragmente. Oha. Was ist das? Der hat zwei Abrissbirnen als Hände. Das mag ich nicht. Ich meine, ich find's cool. Jesus. Oh nein, Debuff. Ich mag nicht, wenn so eine Leiste hochgeht. Vielleicht kann ich eben schnell das einsammeln. Ist irgendwo fangen wir zurück. Komm, Gas, Gas, Gas. Yes. Und wer hoch? Nein, den lassen wir erstmal in Ruhe. Der ist mir auch ein bisschen sehr viel zu groß. Also wir gehen wieder zurück den Weg zu den Werfern. Weil die Werfer sind mir da doch ein bisschen sympathischer als diese Monstrosität. Kann ich durch dieses... Warum kann ich nicht durch dieses Rohr klettern? Das kann ich wahrscheinlich irgendwie herablassen. Denn dann bin ich herablassend. Und ich bin herablassend. Und das wäre dann wahrscheinlich eine Abkürzung zum Stargazer. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Aber ich habe nicht mal eine Ladungsampulle hier verbraucht. Okay, hier ist... Ah, da ist ein Loch im Boden. Wo ist da noch im Boden? Deswegen ist da ein Loch im Boden. So. Easy peasy. Ein... Passt da etwa ein Dreifaltigkeitsschlüssel rein? Nein, ich reiße es einfach auf. Das macht noch mehr Sinn. Klinge eine Salamander durchs. Das klingt schon wieder cool. Das klingt auch sehr nach einer Technikwaffe. Mach auf. Lass mit euch! Ah, sehr schön. Dann kann ich hier nämlich direkt mal Waffenmontage montieren. Was kann der denn? Der skillt auf Technik und auf Fortschritt. Entschuldigung. Ah, na. So, gucken wir mal. Die macht... Oh, ja, ist ein Dolch, ne? Ist halt ein Dolch. Okay, der Griff entscheidet, womit der skaliert. Alles klar. Dann nehmen wir mal den Winterrab hier, Griff, und dann probieren wir mal den Salamander-Dolch. Der macht zwar wahrscheinlich weniger Schaden, aber der ist wahrscheinlich schneller. Montieren wir mal. Und dann gehen wir mal. Ja, der ist wirklich... Okay, der ist sehr schnell. Aber der hat auch wirklich eine sehr kurze Reichweite. Wo bin ich denn? Genau, da bin ich lang, ne? Oder da wollte ich lang. Da. So. Jetzt brauche ich hier mal irgendein Opfer. Opferjunge! Okay, brauche ich für die. Das geht mir so auf den Keks. Mit diesem Fallgruben. Oh Gott. Der hat aber einen großen Knüppel. Okay, die Waffe ist schnell, aber die verbraucht relativ wenig Ausdauer. Nein. Alter, Vater. Oh, der Rapier gefällt mir jetzt gerade doch noch besser, aber vielleicht gewöhne ich mich auch noch dran. Hat da gerade einer geschossen? Oh, ich muss hier raus aus der Ecke. Komm her. Das... Nee.
Nee, durch gefällt mir nicht. Mogge, nee. Muss ich dann doch gleich wieder umbauen, wenn ich hier irgendwie wieder rauskomme. Erstmal gucken, was in der Kiste ist. Nehmen. Schockkartusche. Was ist eine Schockkartusche? War das hier? Sieht das irgendwas nach Schockkartusche aus? Das sind die Waffen. Winterrapierklinge, stumpfe Waffe. Da, da, da. Ah, Schockkartusche. Alles klar, das ist wieder so ein Verteidigungsteil. Da muss ich dann wieder in meine Ausrüstung und kann dann die Kartusche gegen diese Kartusche tauschen. Ja. Gibt mir, wie ich zwar mehr, aber gibt doch einen ordentlichen Verteidigungsboost. Ja, sehr gut. Nehmen wir. So, und wie komme ich hier aus der Patrouille wieder raus? Weil ich möchte diesen Dolch nicht. Ah, da ist eine Leiter. Oh, der Bericht des Fabrikverwalters, den lesen wir uns aber erstmal durch. Sehr geehrter Mr. Vinini, Lorenzini, Vinini, Panini, Ginini, Habibi. Auf Ihre Anweisungen habe ich eine Qualitätsprüfung des von den Alchemisten gelieferten Ergo durchgeführt. Oh, the plot thickens. Natürlich geschah dies im Geheimen. Die Qualität des Ergo wurde mit der Zeit immer schlechter. Ich stelle zwar nicht den Ruf der Alchemisten in Frage, aber die Einbußen bei der Qualität sind zu groß, um sie als Zufall zu bezeichnen. Wenn das so weitergeht, werden die Puppen in diesem Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit Defekte aufweisen. Schließlich ist die Qualität des Ergo von größter Wichtigkeit. Laut einer glaubwürdigen Quelle führen die hochrangigen Alchemisten in letzter Zeit Experimente zur Ergo-Produktion mit einer anderen Methode durch. Ich persönlich glaube, dass ihre geheimen Experimente etwas mit der Minderung der Ergo-Qualität zu tun haben. Bringen Sie die Leichen. Was? Bringen Sie die Leichen der entsorgten Puppen im kahlen Sumpf aus? Oder. Nochmal. Bringen Sie die Leichen der entsorgten Puppen im kahlen Sumpf aus oder etwas ähnliches? Was ein Satz. Wie dem auch sei, ich empfehle, vorsichtig auf Sie zuzugehen, statt sich bei Ihnen zu beschweren. Nicola, Managerin von Werk 1. Stammwerk. Stammwerk, Junge! Da war doch irgendwo eine Leiter, ne? So, ich muss zum Stargazer zurück. Ich komme auf den Dolch nicht klar. Der macht mich gerade irgendwie. Da ist was zum Einsammeln. Und der schmeißt wahrscheinlich irgendwas. Und der ist nicht mal sonderlich schnell, der durch. No, 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 mein Freund. Nee, den ignorieren wir jetzt einfach und gehen hier raus. Weil der kommt nicht hinterher, balanciert. Verseuchter Mondstein? Nee, versteckter Mondstein. Verseuchter Mondstein. Ich bin immer so ein verseuchter Mondstein. So, einmal zurück zum... Ganz schnell zurück. Was geht da ab? Da ist wieder der Dicke. Da unten ist wieder der ganz Dicke. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre Geräusche. Ja gut. Was soll man auch sonst mit Geräuschen machen, außer sie hören? Clever, Daniel. Sehr smart. Ich bin so klug. K-L-U-K. So, und dann bauen wir wieder die Waffe um. Waffe montieren. Neue Waffenmontage. Winterrapier. Waffe montieren. Und dann montieren wir auch mal den Dolch, so wie er sein soll. Waffe montieren. Und nehmen den einfach mal in die Ausrüstung mit auf. Und versuchen dann mal, ob der vielleicht doch ganz cool ist. So, dann haben wir da durch. Wobei, der ist gar nicht mal so cool, muss ich sagen. Ach, nehmen wir
mal nicht mit. Wir machen dann alles hier mit der Winterrapierklinge. Und zwar beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis morgen. Und tschüss.